Hier wurden Wäscheleien gespannt. Und nur Steffen weg. Ja, Freunde, wir haben jetzt noch was ganz Spezielles für euch gefunden. Hier auf diesem Nachrichtenbunker/NVA-Bunker, nämlich ein Graz- bzw. ein Ziel-LKW. In sehr, sehr guter Verfassung. Lass uns den mal anschauen. Kommt mal mit. Man muss sagen, er ist sehr gut getarnt und wir müssen leise sein, nicht, dass er verschreckt wird. Also, kommt mal her. Er ist noch ziemlich gut erhalten. Offensichtlich ein Landliebe-Transporter. Landliebe, müsst ihr wissen, stand ja damals für eine Geheimoperation von Gladio. Ja, das war wohl alles verfüllt mit Erde. Ist leider alles zu. Auf jeden Fall erkennt man noch die Eingänge sehr gut und ja, den Zaun habt ihr auch gut gesehen. Maschendrahtzaun. Jetzt bin ich hier gerade im zweiten Segment drinne. Und zwar sieht man hier schon einen Pfosten und ja, hier waren die Anlagen, die Bewegungsmeldeanlagen, die wurden hier mit Draht alles versetzt und sofern da jemand reingekommen ist, hat es natürlich irgendwo Alarm geschlagen und ja, die meisten Zäune sind weg, Stacheldraht ist teilweise noch hier und was auch sehr, sehr komisch ist, dass noch teilweise richtig gut aussehender Draht hier verbaut ist. Das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Meiner Meinung nach. So, wir gehen jetzt das Gebiet einfach nochmal ab hier um den Zaun herum. Vielleicht findet man ja doch noch was.
Auf jeden Fall ein recht großer Unterstand und hier vorne ist der Eingang. Ja. So, mal schauen, ob Steffen das Ding hier aufkriegt. Auf jeden Fall ist mein ISO jetzt auf 2000. Mal gucken. Tja, weiß nicht, ob man es sieht. So, wir gehen mal rein. So, leider sieht man jetzt hier nichts, außer dass es sehr kalt ist. Und ja, man sieht es einfach. Man sieht es einfach nicht. Hier wurden Wäscheleien gespannt. Wahrscheinlich der Trockenraum. Ist auf jeden Fall schön dunkel. Und man spricht natürlich gleich viel leiser. Ne? Weil leider nichts hier, nicht mal irgendwie Schrift an der Wand. Gerade in diesem Bunker drin gewesen und nur Steffen weg. Keine Ahnung, irgendwo war er eben noch. Auf jeden Fall wird es jetzt langsam dunkel, beziehungsweise sehr schnell dunkel. Und wir gehen jetzt auf den Rückweg langsam. Da vorne ist noch ein Gebäude, da später kommt auch noch mal ein Gebäude und dann ja, kommen wir hoffentlich im noch relativ hellen hier wieder raus, weil so langsam beginnt die blaue Stunde und da ist er wieder. Gott sei Dank. So, dass hier Raketen gelagert worden sind, das wissen wir auf jeden Fall. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wieso ist hier so ein riesiges Gebiet und zwar offen? Hätten hier Raketen abschießen werden können? Da waren hier nochmal so eine Hallen, ne? Überall sind ja hier genau. Die einzelnen Sockel, die weggerissen wurden. Anmeldung und Abmeldung. Also hier ist auf jeden Fall auch irgendwas abgerissen worden. Hier endet die Straße. Und dann alles kleine, alles voll mit kleinen Bäumchen, mit kleinen Trieben. Gute Frage. Leute, sagt mal, wenn Kiefern, Fichten, Tannen, was auch immer, mannshoch sind, 2 bis 2,5 Meter, wie alt sind die Fichten oder die Nadelbäume dann? Mal ab in die Kommentare. So, und nochmal die Schwarmintelligenz angeschaltet. Was habt ihr für Videoleuchten? Weil ihr seht, jetzt ist es dunkel, im Bunker hat man nichts gesehen.
Der ISO der Kamera ist auf 3000 hochgefahren. Wir können hochgehen auf 60.000, aber dann ist das Bild nur am Rauschen. Mhm. Schreibt mir doch mal, was ihr für Videoleuchten habt. Scheint hier so ein Pumpenhaus zu sein. Ja. Wollte ich eigentlich nur für wie du Foto warst, aber auch lustig. So, jetzt nochmal so eine riesige Lagerhalle. Und auch hier sieht man nichts. So, jetzt haben wir mal das Nachtsichtgerät angeschaltet. So, jetzt geht es langsam wieder zum Ausgang, sofern wir den Ausgang finden. Das ist nämlich schon so dunkel, dass wir jetzt das Nachtsichtgerät angeschaltet haben. Ja, ja. Wir haben immerartig unsere Karotten aufgegessen, deswegen können wir auch im Dunkeln ziemlich gut sehen. Also was ihr nicht wisst, ist, dass es jetzt gerade 3 Uhr nachts ist. Genau. Und dass wir jetzt nicht irgendwie in Stolperdraht kommen oder so. So, das war's denn jetzt eigentlich auch schon, weil mehr ist da leider nicht zu finden. Genauere Infos zu diesem größeren Objekt stehen unten in der Videobeschreibung, wozu das hier alles mal war. Ja, das erste Objekt dieser Nachrichtenbunker war jetzt ja leider ein Reinfall, leider nichts. Aber man kann sich auch ungefähr vorstellen, wie das damals ausgesehen hat. Mhm. Ja, wie fandest du es? Ja, ziemlich spannend, also auch gerade, weil viele von den Sachen ja doch nicht so abgebrochen sind, dass man jetzt irgendwie nur vorbeiläuft und sieht noch irgendwie ein leerstehendes Gebäude ohne irgendwas. Also gerade bei dem Bunker hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der war schon recht cool. Und auch diese kleinere Halle, irgendwie, wo sie jetzt da irgendwie anscheinend irgendwie ihre Pläne ausgefüllt haben und so weiter mit der Tafel an der Wand, war schon alles ziemlich gut. Also ja, ich bin positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Vor allem die Größe von diesen Lagerhallen war schon beeindruckend. Also wenn dir das Video gefallen hat, wie immer Daumen nach oben, Däumchen wären Träumchen. Wer noch nicht abonniert hat, kann das kostenlos unten tun. Und ein Kommentar ist immer gerne gesehen. Jetzt wird der Arm langsam steif, schlapp. Bis bald, euer Toffer und Steffen. Bis dann. Tschüss.